Jetzt werden wir sie erstmal auf Level 4 ausrüsten und dann geht's los. Manga, wo ist denn das? Komplizierter hätte man das auch echt nicht machen können, ey. Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von meinem Kanal. Mein Name ist Kilian aka Kilkran. Es ist wieder soweit, Leute. Wir haben eine neue Waffe in Battlefield 5. Die neuen richtig anspruchsvollen Tides of War Missionen sind wieder draußen und somit haben wir endlich mal eine neue Waffe. Das Problem ist, die Waffe ähnelt eigentlich allen anderen Waffen vom Sturmsoldaten. Es ist nämlich eine semi-automatische Waffe und zwar nennt sie sich die MAS-44. Hoffe ich. MAS-44 hört sich nämlich absolut behindert an. Und freischalten tut ihr die, indem ihr wieder drei Trupperoberungen spielt. Alter, von dem Modus habe ich mittlerweile echt genug, aber meinetwegen. Danach müsst ihr zwei Gegner eliminieren, ohne selbst Schaden zu erleiden, zwei Headshots zu machen, ohne zu sterben, glaube ich, und noch irgendwie gefühlt 8 Ziele erobern, beziehungsweise zwei Ziele in einem Leben erobern und ganz zum Schluss nochmal 10 Nachschubbehälter anfordern. Das war auch Waste of Points meiner Meinung nach, aber egal, wenn ihr das gemacht habt, habt ihr endlich die neue, Alter, was laber ich, habt ihr endlich die neue Sturmsoldatenwaffe. Und meine ersten Impressionen mit der Sturmsoldatenwaffe habe ich jetzt einfach mal aufgenommen. Das Problem ist nur, dass das anfängt mit einem seriösen Gameplay, aber ganz zum Schluss, das wird immer behinderter und ich mache immer mehr Scheiße und troll immer mehr rein. Hab mir dementsprechend aber viel Mühe gegeben für die Bearbeitung des Videos, deswegen würde ich mich mega über ein Like und vielleicht auch ein kostenloses Abo freuen, wenn ihr neu auf meinem Channel seid, weil hier kommt normalerweise nämlich immer jeden zweiten Tag Battlefield-Videos. Und ja, was das Skillen angeht bei der Waffe, kann man eigentlich beide Seiten nehmen. Ich bevorzuge den linken Weg wegen dem Magazin, weil die echt ziemlich Cancer sind, wenn man diese nicht auswählt, weil das Streifen nachladen, das geht mir so auf den Sack wie die Trupperoberungsmission. Deswegen habe ich den komplett linken Weg geskillt. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video. Ihr könnt ein bisschen schmunzeln, vielleicht auch ein bisschen was zu der Waffe mit rausnehmen, ob sich das lohnt. Meiner Meinung nach, ja, es ist eine ganz lustige Waffe, aber sie ähnelt viel dem Gewehr 43. Aber dazu komme ich noch im Video. Ansonsten hoffe ich, ihr habt Spaß. Vergiss das Like nicht, das würde mich mega freuen. Und ansonsten, ja, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein. Kilian ist over and out und sieht absolut beautiful aus, wie immer. Kuss auf die Nuss. Boah. Da haben wir easy 1000 Punkte Panzer zerstört hier. Kuss auf meinen Nacken. So Leute, dann bin ich mal gespannt, was die Waffe denn so alles hergibt. Die MAS 44. Holla die Walfee. So, was halte ich von der Waffe? An sich, so ein bisschen Soundtour hier. An sich ist die Waffe echt nicht schlecht. Sie erinnert mich ziemlich viel an das Gewehr 43, wenn ich mich nicht irre, vom Sturmsoldaten, das zweite Standgewehr, was man standardsgemäß. Oh Gott. Einfach mal hier. Er denkt jetzt nicht hier drum. Nein! Alter, hätte ich Munition gehabt. Das ist nämlich der Punkt 2 bei dieser Waffe. Die Munition ist echt knapp. Ich glaube, mit knapp 10 Schüssen, auch noch in einem Streifenmagazin, wenn man die andere Spezialisierung nicht nimmt. Ey, das ist echt, echt eklig. Ich weiß nicht, ob ich das feiere. Aber wie gesagt, die Waffe an sich ist eigentlich echt ziemlich geil. Und ich würde die auch echt gerne spielen, hätte sie mehr Munition. Das Ding ist, ich bin einfach kein Fan von dem Visier. Würde es ja gerne mal zeigen. Ich bin nämlich kein Fan von diesem Dreifachvisier, wo die Linien, ja, hier, nicht so auseinander zusammengehen, sondern halt so, dass links und rechts das so endet, wisst ihr? Und das verwirrt mich immer ein bisschen beim Zielen. Und mit den anderen Visieren eigentlich um tausendfaches besser. Deswegen bin ich auch viel mehr ein Fan von der M1A1. Aber wir werden jetzt mal sehen, was hier abgeht. Der dachte sich so, nope. Wie geil war das denn? Okay. Okay, die wissen, dass ich hier bin. Die wissen nicht, wie gut ich bin. Oh nein. Wisst ihr was? Surprise, Motherfucker. Mach mal. Hallo, Ibims. Huh, dass ihr das überlebt? Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Oh, gehen wir mal hier ganz frech außen rum. Oh, wir holen. Ist es schon wieder der gleiche gewesen? Wir holen schon wieder gleichzeitig, Alter. Was ein Scheiß. Yeah, I think I spider. Okay, Leute, frisches Game. Schnee. Ich hatte heute schon wieder die Diskussion. Da ging es darum, dass man in Battlefield 5 dieses Jahr mehr Schnee. Na, warte. Na, ernsthaft? Oh, er war noch. Ich hab den gar nicht gesehen, Alter. Was? Der war ja so dunkel wie meine Vergangenheit. Oder meine Zukunft. Okay, das hat's irgendwie kaputt gemacht. So, wir haben Schwitzer im Gegnerteam, Leute. Und ich bin. Wieso spawne ich denn auch immer bei meinen Mates, wenn die kurz vorm Sterben sind? Dicker. Gar nicht geil. Wirklich gar nicht geil. Wow. No. Ah. Ah. Digga, ich habe hier ein kleines Problem. Komm, zeig dich. Danke.
schon sagen, hab doch jemanden gesehen. Ah, 10 Leben. Scheiße. Blink aber noch nicht ganz dadurch, wieso bin ich TDM. Also das sind die Tickets, das heißt, wir müssen mehr haben als Gegner. Ja, also ergibt natürlich Sinn, ich bin ein Profi-Battlefield-Spieler. Oh nein. So, aber wir kommen mal wieder zurück, ich möchte einen Splittergranaten-Kill. Scheiß auf die neue Waffe, die ist ganz lustig. Aber es geht doch alles eigentlich nur um einen Splittergranaten-Kill. Hello there. Nein! Digga, Teammate! Sag mal, der hat auch keine Augen im Kopf. Ich wollte jemanden trollen. Und was machst du? Ja, brauchst gar nicht so dämlich aus der Wäsche gucken, Alter. Digga, Spitzhacke. Ich habe damals Minecraft gespielt. Oh, ich höre da einen ekligen Camper. Nein. Was macht der denn da? Ja, die campen ja echt. Kein Wunder, ich finde keine Gegner. Sind da ja noch mehr? Jetzt hier sind noch mehr als die, Leute. Das waren schon 3 zu viel, die da gecampt haben. Leute, macht sowas nicht. Wenn ihr besser werden wollt, campt nicht rum. Das ist nicht taktisches Warten. Es ist nicht gut. Es ist nicht taktisch. Es bringt eurem Team überhaupt nichts. Redet euch das nicht ein. Geht aufs Schlachtfeld Rush und irgendwann werdet ihr gutes Aim bekommen. Und dann werdet ihr fürs Team auch viel mehr machen, als so eklig hinten rumzuschimmeln. Aber an dieser Stelle, wenn euch das gefällt, lasst doch einfach ein Like da. Den muss ich einfach weggranat werfen. Hallo, wie lange geht das Feuer bitte? Nein, da ist noch einer. 3. Was? Digga, die campen zu dritt. Guckt euch das mal an. Das ist ja ein ganzes Familiennest. Anybody here can get it. Treat the game like a scrimmage now. Mess up with the flow. I swear nigga no limits now. I've been ballin' for a minute. Whole team full of winners. Anybody here can get it. Get tuned into the relish now.